vergessen, ich bin wieder einmal in Veronika Schmiederer-Pechtel. Es ist jetzt ja, ich bin eine Engelmatrix-Heilerin, ich bin ein Medium, ich mache Channeling, ich mache bioenergetische Reinigung, ich bin ein Volksschullehrer bei der Fratzen, der Volksschule Hinterschlapfing. Ich tue dann mal verkaufen, ich tue dies und das. Ich habe mich jetzt einmal schon ganz, ganz lange bei euch gemeldet. Ich weiß, es ist schon ewig her, dass ich mich gemeldet habe. Ich habe aber auch ganz eine gute Erklärung dafür. Ich schaue wieder aus, mein ganzer Flack mit dieser hohen Frisur. Ich sage es, das ist abartig momentan. Nein, ich habe mich jetzt ganz lange nur gemeldet. Es ist bei mir ein bisschen etwas gewesen, etwas Persönliches. Ich will jetzt da nicht ins Detail gehen. Ich habe einen eingewachsenen Zehennagel gehabt und die Hure hat sich entzündet. Mir hat gesagt, ich habe Polygier können. Du, nein, brutal. Nein, es hat so weh, aber also, das ist eh grausig. Ich musste operieren den Zehennagel und nachher habe ich mir eigentlich so als Prophylaxe. Wobei so viel, ich weiß gar nicht, ob bei der Laxe so viele Profis dabei sind. Ich glaube, das ist hauptsächlich Amateure. Auf alle Fälle habe ich mir gedacht, als Vorbeugung gehe ich Yoga und ab Medjugorje bin ich gewesen jetzt. Jetzt haben wir jetzt miteinander gewesen, Herbert und ich waren jetzt 14 Tage Medjugorje. Wir haben gleich so einen Fünferblock genommen. Bei dem Fünferblock sind eben integriert 5 Marienerscheinungen. Die dürfen aber nicht länger als 2 Minuten gehen. Das war nachher alles im Preis inbegriffen. Haben wir ehemals geglückt, muss ich sagen. Da sind ein paar Leute unter gewesen. Die sind schon jahrelang drunter, die sind ganz in der Früh alle gleich gekommen, vom 5er Block, aber nicht ohne Marienerscheinung gehabt, gell? Teilweise wirklich der Ärger ist dann nachher schon, gell? Weil so billig ist das gar nicht. Und nein, wir aber gleich, muss ich sagen, 4 Marienerscheinungen habe ich gleich eigentlich am ersten Tag habe ich das alle schon gehabt. Aber eigentlich alle ein bisschen zu einem blöden Zeitpunkt, muss ich auch dazu sagen, einmal waren wir gerade beim Mittagessen, nachher einmal da das Mittel drin in dem Lubumba, Wettsaufen, noch einmal bei Fußpflege, weißt du, da willst du jetzt heute anfangen. Mit Maria reden, weil dabei sind wir da in der Zehennägel rumgrillen. Und einmal ganz zum Schluss, das war nachher, oh no, da ist auch noch etwas gewesen. Nein, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, auf alle Fälle, ja genau, in der Umkleidekabine habe ich gerade ein neues Badeanzügel umprobiert. Dann kommt ja Maria, deswegen, weißt du, stehst du da nackt, ist auch fein. Ich muss sagen, ein bisschen schlechtes Teil. So, ich möchte mich heute aber einmal wegen ganz etwas anderem melden, weil eigentlich ist das jetzt so meine Baustelle, aber da muss ich heute auch mal etwas dazu sagen. Weil ich bin Engelmatrix-Heilerin und wir machen energetische Reinigungen. Und mit Energie haben wir ja momentan ein bisschen Probleme. Wir haben mittlerweile eine richtige Energiekrise. Gell? Also es ist wirklich abartig. Also früher zum Beispiel, wo die Grünen gesagt haben, da, dass sie 2 Euro für einen Liter Benzin verlangen möchten, hat man gesagt, ja, die Jute Sakrambus, die haben wohl einen Vollschnall in der Batterie. Du heint, wärst froh, wenn sie das umsetzen mit den 2 Euro. Da wärst du schon günstig dran. Gell? Mittlerweile, früher hast du ja wirklich auch schon Geld. Geldtasche mitgenommen zum Denken heim, brauchst du, kannst du ohne Bausparer brauchst du vielleicht nicht mehr aus dem Haus gehen. Aber wie viel hast du zahlen, gell? Du gehst nicht auf Denken mit einem und dann ist er aber fertig, gell? Nein, es ist brutal. Es ist brutal. Es ist so teuer geworden. Also, und den Humor von der Grünen, den muss man auch erst verstehen. Im langen Zauber sind erklärt, ab 2035 keine Ölheizung mehr in der Luft und keine Verbrennungsmotoren. Und vor 2 Tagen stellt sich da die Lenore, oder wer die heißt, auf der Grünen stellt sich her und sagt, man sollte jetzt, wenn man Gasheizung nicht umstellen, auf Öl derweil. Ja, freilich derweil, ich wäre vor 5 Jahren Ölheizung hätte, dann hat sie wohl einen Vollschnall. Ich meine, das kann ich machen, wenn ich 17.000 Euro verdiene im Monat, aber ich mit meinen 1.700, ich kann mir keine Ölheizung für 5 Jahre schraufen. Die hat ja wohl einen Vollkletscher. Nein, hat sie noch gesagt, Verbrennungsmotoren wären eben auch verboten. Und ich sollte mir jetzt um 14.000 Euro so eine Elektronikkraxe kaufen, die 4 Kilometer Reichweite hat. Ja, freilich. Jetzt, wo der Strom so teuer wird, wenn wir ein E-Auto kaufen. Du, bei mir ist teilweise mittlerweile schon so weit, dass ich sogar wieder den Herbert ab und zu drüber lasse, weil ich mit dem Strom für den Fipsi ruhig. So weit sind wir jetzt nachher langsam, gell? Nein, es ist abartig. Abartig, wirklich. Und mit dem Strom komme ich sowieso nicht mit. Jetzt hat man seit Jahrzehnten erklären sie dir, dass der Strom bei uns so sauber ist. Wir haben ja Wasserkraft und was weiß ich, was für eine Kraft und die Weg sei also so super und so sauber und so. Und jetzt reden sie davon, dass der Strom um 200-400% auch geht. 400%, wo das gehört dann an die Bunte, mir kratzt das Ventil aus dem Kilometer raus. 400%, weißt du, das ist ja bald das Doppelte. Nein, brutal. Nein, und was heißt denn da, wieso werden die jetzt einfach mal so teuer, wenn der so sauber ist? Ja, frage ich mich schon, wie rinnt jetzt das Wasser, was bei dir durch die Kraftwerke durchrinnt, kommt das jetzt einfach mal auch aus der Ukraine oder was? Nein, da kennst du dich hinterm Fahnen nur aus und mit der Ukraine muss ich jetzt auch sagen, jetzt haben sie sich da vorne nach drauf da, haben da beschlossen, Wiederaufbauhilfe für die Ukraine, 750 Milliarden Euro, ist alles gut und recht.
passt alles. Den Leuten sollte man helfen, ist alles gut und recht. Nun, frage ich mich schon, der Krieg läuft ja noch. Wieso fängt man jetzt an aufbauen? Wieder aufbauen, dann warte bis der vierte ist, oder? Sonst schiessen sich die Russen auch wieder als die Fetzen. Ich meine, wenn ich und der Herbert mir aber vor zwei Wochen aber die Küche renoviert, gell? Ich fange jetzt noch an, weißeln und tue neue Flokate verbauen, oder weil der Herbert noch ihre Sobalkästchen vor Wund anfetzt. Ich meine, das ist ja Hirnwissen, oder? Also wenn du alle mal Fotzen austeilen würdest fürs Depot sein, hättest du nach drei Minuten schon so einen Demisor. Dann wäre es auch geschwollen, dann würdest du dir den Schleimbeutel ausdrücken bis zu den Kniekehlen. Nein, wirklich, also alle weil ich kann mich aufregen, das ist, und was muss man mit der Ukraine ja noch sagen, ja, die Russen wollen ja mit Gold haben und nicht, jetzt haben sie es in die Fetzen geschossen und jetzt sollen sie es selber wieder herrichten. Ja, wie kommen wir dazu? Herrgott, zack, nochmal hier. Ich muss so aufpassen, es sind die Leute einfach so deppert alleweil. Also wirklich, es ist so brutal, ich muss aufpassen, mir drückt schon wieder alles. Mir wird schon bald wie mir weiss in den Augen, weil ich daran denke, du, da, echt, ich habe glaube ich 400 Puls alleweil. Es ist brutal. Mein Nachbar zum Beispiel, der Günther, hat das im Friseursalon. Ist ja recht, gut und recht, zählt er ja den Leuten, die ihre Frisuren verhunzen, weil das ist sein, dass ein Murkser und ein Furchtbarer. Ich gehe alle zu dem, sicher zu. Aber jetzt hat er auf sein Haustier, da, auf sein Eingangstier vom Geschäft, hat er also ein Schild abgelegt, die Schildler können zählen, weil so ein Hund drauf ist und drauf steht, wir müssen draußen bleiben. Also ich kann mich aufregen, wenn ich so etwas sehe. Habe ich zum Günther gesagt, jetzt Günther, haben Sie dich mal zu heiß gerönt als Fratz oder keine Ahnung, haben Sie mal zu lange getaucht bei einer Bibel, ich weiß ob ich. Also ein Hund kann doch das Schild nicht lesen. Was heißt denn da, wir sollen draußen bleiben? Der Hund weiß doch nicht, dass er ein Hund ist und da kann ich nicht lesen. Ich kann die kotzen, wenn ich so etwas sehe. Aber ich rede Herzkasperli. Gut, ich möchte mit einer positiven Message abschließen, weil es wissen Sie alle, was man sagt. Positiv ist besser wie negativ. Also bei Corona. Aber, also, ich möchte zum Schluss ein paar positive Messages mitgeben. Und ich habe natürlich etwas überlegt, wie ich da helfen kann und wie ich unterstützen kann. Und zum Beispiel bei den Lebensmitteln. Ganz einfache Tipps zum Sparen. Lebensmittel, die sind teuer geworden, aber es gibt ganz einfaches Mittel, fressen es einfach weniger. Die meisten von euch sind ein bisschen zu wampert. Gell, ich habe selber ein bisschen einen Tank. Bei mir ist es gar nicht so schlecht, bei mir drückt es dadurch ein bisschen weiter rein. Ich brauche gar nicht einen Push-Up. Aber, also, fressen Sie ein bisschen weniger, es wird nicht gut, ja, werden Sie sehen. Zweiter Tipp, danke. Und danke ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen schwierig. Wie gesagt, der Sprit ist momentan schon auf 2,10 da oben und anscheinend soll es noch weiter angehen, weil dort fahre ich nur ins Fitnesscenter, gell. Dort gehe ich 200 Meter zu Fuß, das sage ich euch gleich. Nein, aber 2,10 Euro für einen Liter, ich meine, dort schlappt es wirklich den Drosselklappen auf, wenn du das hast. Ich habe mir jetzt gedacht, so, wie kann ich das jetzt ein bisschen umgehen? Weniger fahren will ich nicht. Längsamer fahren will ich auch nicht, weil ich habe es oft genährt, weil ich oft spät dran bin. Sicher kann ich früher losfahren, aber es interessiert mich noch auch nicht so viel. Auch nicht der Wert der Umweltschutz. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn 2,10 Euro einen ganzen Liter kostet, ich rechne so einfach allein wie einen halben Liter. Weil es kostet allein 1,05 und das ist für die Gedanken. Mir ist schon klar, ich sehe nachher gleich viel Zahl, aber vom Mindset her hilfst du einfach, wenn du siehst, jetzt kostet allein mir 1,05. Dritter Punkt, das war jetzt eigentlich sechster Punkt, also dritter Punkt, Strom. Strom ist auch ein bisschen schwierig, weil ich so Strom braucht man einfach. Man kann ihn schlecht von Hand waschen. Gut, kann man schon, aber will natürlich auch. Und beim Strom ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass die Weg verlangt alle nur das, was ich im Stromzähler ablese. Gell, den Verbrauch. Dann habe ich mir gedacht, eigentlich kann man das ja relativ leicht umgehen. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Grundkurs vom Lehrer gemacht. Und ich habe jetzt da die Kabel, die da angeht, bei mir im Haus, in den Sicherungskasten, dann kommt der unter den Zähler. Den habe ich aber abgezwickt und den Zähler habe ich unter oben abgezwickt. Jetzt habe ich den Kabel zusammengelehrt und den Zähler habe ich jetzt einfach zurückgeschickt, weil den brauche ich jetzt eh nicht mehr. Das sollen die von mir aus dem Biomulfier oder was wie mir eigentlich wurscht, was die mit dem Tier. Jetzt habe ich das Problem eigentlich auch erledigt. Ich glaube, dass ich mir einen Haufen Geld einspare. Das waren ganz drei einfache Tipps, wie man sich bei der Energiekosten ein bisschen helfen kann. Ich hoffe, es bleibt so gesund. Das hat mich natürlich mords gefreut, wenn wir uns wieder mal irgendwo sehen. Gelobt sei Jesus Christus und zusammen in der Höhe.